Für eine Hochzeit ist vor allem eines elementar: das Brautpaar. Bereits Anfang dieses Jahres sind Vorstellungsrunden für die verschiedenen Rollen durchgeführt worden, unter anderem auch für die Tänzer und Edeldamen. Der Vorstand der ausrichtenden Förderer hat zwei junge Landshuter ausgewählt, die drei Wochen lang Herzog Georg der Reiche und Prinzessin Hedwig von Polen sein werden. Ferdinand Schoßer und Veronika Hertel sind die Glücklichen. Sie sind fest eingespannt, dürfen aber bei den Proben für die Veranstaltungen auf dem Turnierplatz auch mal ausruhen. Wir haben hier unsere ganzen Tanzproben und die Tanzabende eben. Und wir machen hier auch einen Umzug mit. Also ich reite und die Froni sitzt in der Kutsche. Und naja, man hat noch genug Glanz an der Hochzeiten, um eine andere Rolle zu machen. Ja, und ich glaube, das ist auch mal ganz angenehm, wenn wir hier mal eine Zeit haben, wo wir ein bisschen sitzen dürfen und zuschauen dürfen, ist auch mal ganz schön. Kutschen und Pferde sind beim traditionellen Hochzeitszug an der Reihe. Immer sonntags um 14 Uhr kommen etwa 150.000 Besucher, um dieses Schauspiel zu erleben. Ein absolutes Muss, wenn man bei der Landshuter Hochzeit noch nie dabei gewesen war. Zu einer richtigen Landshuter Hochzeit gehört aber noch viel mehr. Erstmalig in diesem Jahr wird es Reiter- und Ritterspiele zu sehen geben und eine Fechtschule auf der Burg Trausnitz. Das Fest- und Tanzspiel wartet mit der Geschichte der Reise von Krakau nach Landshut und den Tänzen an den Festabenden auf. Beim nächtlichen Mummenschanz werden die Männer einer kleinen Stadt ihrer Seelen beraubt. Der Teufel hat sie geholt, weil sie den Verlockungen der Schenke nicht widerstanden haben. In St. Jodok erklingt geistliche Musik des 15. Jahrhunderts. Und dann gibt's da auch noch die Musik zu des Fürsten Hochzeit. In der Residenz bei Musik zu des Fürsten Hochzeit geht es um eine Geschichte, dass Musikanten aus Italien gehört haben von diesem großen Fest und gesagt haben, da wollen wir hin, weil da gibt es Geld zu verdienen. Und sie machen sich auf die lange Reise aus Italien über die Alpen hierher nach Landshut. Und auf dem Weg hierher haben sie Begegnungen mit anderen Musikanten. Auf dem Weg hierher erleben sie Abenteuer. Diese Geschichte kommt vertont auf die Bühne. Ein musikalisches Erlebnis. Essen gibt es natürlich auch. Ganz nach mittelalterlicher Manier heißt es hier, Tafern in der Steckengassen. Bei Brot, Schmalz, Gebackenem und Gebratenem. Die Landshuter Hochzeit. Alle vier Jahre dasselbe Fest und doch nie gleich. Es ist natürlich identisch, aber es ist jedes Mal wieder anders. Es ist spannend, es macht Freude, es sind andere Varianten, es sind andere Journalisten, mit denen man es zu tun hat. Es gibt andere Begleitumstände. Die Wetterfrage stellt sich jedes Mal wieder neu. Nach den regenreichen vergangenen Wochen ist die Hoffnung groß, dass das Wetter während der Landshuter Hochzeit viel Sonnenschein beschert. Dann lässt sich auch das Lagerleben viel angenehmer und unbeschwerter genießen. Am Rande des Turnierplatzes sind die Unterkünfte der einzelnen Gruppen. Hier lassen sie gemeinsam bei Spanferkel, Humpen, Musik und Schalkereien den Tag ausklingen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.